Heyo! Freunde, ich begrüße euch zu Folge 309 aus dem LKW. Es ist Montag, 10.43 Uhr. Draußen ist es neblig wie Sau, aber ich sehe trotzdem was. Ja Mensch, ich war heute Morgen auf der Führerscheinstelle, hab da meinen Führerschein verlängert und was soll ich euch sagen, Leute, die haben sie langsam nicht mehr alle. Der Führerschein, die Verlängerung kostet mich 38 Euro. Okay, find's ja schon generell eine Sauerei, dass man, um seinen Job ausüben zu können, überhaupt selber dafür bezahlen muss. Das ist schon eine Riesenfrechheit. Die nächste Geschichte ist, wenn ich mir den zuschicken lassen möchte nach Hause, kostet mich das 6 Euro. Ist auch okay. So, die nächste Geschichte ist, jetzt werden die Grundqualifikationen nicht mehr in den Führerschein eingeschrieben, sondern wo? Na, richtig. Noch eine Scheckkarte, die mich 16 Euro kostet. So, summa summarum kostet mich diese ganze Scheiße jetzt 61 Euro. Ist doch toll, oder? Also ich bin total begeistert. Ich bin so begeistert, dass ich am liebsten jeden Montag meinen Führerschein verlängern lassen würde. Selbst die auf dem Amt, die sind total begeistert. So, jetzt kommt der nächste Hammer. Jetzt ist mein Führerschein, der ist bis zum 17.11., das ist der Tag, an dem ich 50 werde, merkt euch das schon mal, ist der gültig. Ne? Also quasi CE für gewerblichen Güterkraftverkehr. Ne, CE wäre ja auch so gültig, aber gewerblichen Güterkraftverkehr darfst du nur machen, wenn die 95 eingetragen ist. So, jetzt folgendes. Jetzt haben die mir den Führerschein gelocht, haben über dieses Loch ein Siegel gesetzt mit dem Datum 17.11. Das heißt, sollte ich den Aufkleber abziehen, ist der Führerschein durch das Loch sofort ungültig. Lass ich den Papperl drauf, ist der Führerschein ab dem 17.11. auch ungültig. Also der LKW-Führerschein gewerblicher Güterkraftverkehr, weil ja dann keine 95 mehr gültig ist. Ich muss also bis zum 17.11. definitiv die neue Führerschein oder die neue, ja, den Führerschein quasi, den neuen, mit der Karte in der Hand haben, ne, wird mir ja zugeschickt, habe ich ja gesagt, um wieder gewerblichen Güterkraftverkehr durchführen zu können. So, und jetzt kommt ihr. Die sind doch nicht mehr ganz sauber, oder? Das ist doch, Gacka ist doch das. Also der absolute Wahnsinn, Freunde, ehrlich, ey. Und dafür musst du dann noch Geld bezahlen. Hammer. So, jetzt ist mein Führerschein 5 Jahre gültig. Die Module, Corona geschuldet, habe ich jetzt noch 2 Jahre gültig. Das heißt, in 2 Jahren muss ich wieder dahin, muss die Module erneuert eintragen lassen. Kostet wieder 16 Euro. Und 3 Jahre später den Führerschein wieder erneuern, wegen Gesundheitscheck und lauter so ein Scheiß. Leute, diese Bürokratie in Deutschland, das ist der Oberhammer, ehrlich, der Oberhammer. So. Geblitzt haben sie mich auch, das habe ich euch ja schon erzählt, ne? Bergab an dem Arschlochblitzer. Was soll man sagen? Wenn man gegen irgendwas verstößt, muss man dafür auch gratis stehen. Ist ja meine Meinung. Ne? Ich finde es halt da Abzocke, absolute Abzocke. Also geblitzt haben sie mich bergab mit 93. Ich wusste gar nicht, dass die Maschine so gut läuft im Tempomat. Jetzt weiß ich es aber. Ja, kostet mich auch 50 Euro, heißt summa summarum, der Monat schlägt zu Buche mit 111 Euro. Ist ja gut, dass bald der 11.11. ist, ist es ja auch noch eine Schnapszahl. Ne? 111, wisst ihr Bescheid. So, jetzt war ich in Wiesenheit, habe eine Einlagerung geholt, fahre jetzt gerade wieder auf die Firma. Die Einlagerung wird jetzt abgeladen und dann müssen wir mal gucken, wo wir hinfahren, weil es ist ja rundherum überall Feiertag und bei uns morgen auch, aber ich arbeite morgen trotzdem. Habe euch ja gesagt, warum. Ne? So, jetzt habe ich lange genug gelabert, jetzt wollen wir mal Taten folgen lassen. Also, bis später.
Verrücktes Land, ehrlich, ey. Oh! Es geht nicht! Scheiß Schild! Servus, grazie und hallo! Ich grüße euch, Freunde, ich habe Feierabend gemacht. Hey, Freunde. Feierabend. In Harsum. Bei meinem Mölli da. Feierabend, habe ich ja gerade gesagt. Ah, Freunde, ey, mir ist es echt nicht. Es ist nicht so schön, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Möllichen wird kränklich. Im Herbst. Ich habe geladen. Geladen im Hafen. Echt coole Jungs da. Muss ich echt sagen. Ich war da schon mal gewesen. Das macht richtig Laune, auch wenn ich mal kurz warten musste.
und das Laden fast anderthalb Stunden gedauert hat. Aber es ist halt so mit der China-Ware. Ein Teil musste ich noch gurten. Und ja, wann war ich denn da? Ich war da um kurz nach zwei oder so. Und um halb fünf bin ich da rausgefahren. Ist halt so, ne? Ja, jetzt habe ich heute über 9,5 Stunden gefahren. Ich hätte jetzt noch gehabt knapp 20 Minuten. Das hätte ich im Leben nicht geschafft bis nach hier Harz oder so. Und vor allen Dingen, wir haben ja schon kurz vor 7 abends. Da weißt du eh nicht, ob du noch was kriegst. Und daher habe ich mich entschlossen, hierher zu fahren. Hier habe ich schon ein paar Mal gestanden. Hier kriege ich eigentlich auch immer was. Jo. War okay. Ansonsten, heute absolutes Chaos in Hamburg. Die A1 war gesperrt, Richtung Süden auf jeden Fall. Da ist ein Tanklaster durch die Mittelleitplanke gefahren und so, kam im Radio. Und also was da in Hamburg los war, Leute, ey, eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Ehrlich. Muss allerdings dazu sagen, dass das TomTom hat echt einen super Job gemacht. Also Hochzug musste ja nach Oststeinbeck. Da ging's wirklich, da bin ich die B75 gefahren. Klar, du hast immer mal gestanden mit Ampeln, hat sich ein bisschen zurückgestaut und so. Aber ansonsten ging es wirklich super. Und runter zu Richtung Hafen hat mich das echt so geil geleitet. Die mal, ich bin sogar durch, Hafen City, wie heißt der verdammte Scheiße, ey. Jetzt mir wieder nicht ein. Speicherstadt. Durch die Speicherstadt so ein Stück gefahren und so. Das war schon alles recht cool. Und wie gesagt, es hat echt akkurat funktioniert. Ja, ich gucke jetzt mal, wie ich die Nacht rumkriege, ob das alles funktioniert. Letzte Nacht habe ich echt nicht gut geschlafen, wie gesagt. Ich glaube, ich kriege so ein bisschen keine Ahnung. Magen-Darm oder sonst irgendwas. Irgendwas Widerliches. Ich habe als Magenkrämpfe und so. Da ist das doof in dem Job, gell. Kannst du zwar Medikamente einschmeißen bis zum geht nicht mehr, aber ich weiß es noch nicht. Ja, schauen wir mal. Ich will jetzt nicht rumjammern. Wie gesagt, ich denke, ich werde verkürzen, wenn es genauso eine Nacht gibt wie letzte Nacht. Wenn ich eh nicht schlafen kann, dann fahre ich morgen früh gegen 4 los. Und wenn ich es vielleicht hinkriege, in einem Rutsch durchzukommen, ja, dann bin ich zwischen 8 und halb 9 da. Oh, Entschuldigung. Deswegen beenden wir hier Teil 310. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen, lasst mir doch gerne ein Abo da, einen Kommentar und ein Like. Und ich verbleibe bis dahin mit unserem Wicked Peace, euer Mölli. Und haut rein, Freunde. Und zwar richtig. Bis dahin, gut's Nächte. Ich bin kaputt. Bis dahin. Ich habe Feierabend gemacht an der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze. Wegen Feiertag. Es ist Feiertag in Niedersachsen. Das heißt, ich kann erst morgen früh weiterfahren. Ist halt so. Ne? Ja, mal gucken. Meine erste Abladestelle ist in Hannover. Ich glaube, die machen um 7 auf. Ich muss da mal, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, ich werde hier so gegen 5 oder so wegfahren. Weil ich morgen 3 Abladestellen habe. Ich muss morgen nach Hannover, nach Bremen und nach Oststeinbek und habe dann Rückladung bei meiner Lieblingsfirma. Und die geht nach Kitzingen und nach Wertheim. Bin ich mal gespannt. Mein Chef, der hat mir das so vorgerechnet, dass ich morgen Abend in Kassel stehe. Ich habe gesagt, abwarten. Und dann sehen wir mal. Erstmal gucken, wie das alles funktioniert an den Abladestellen, vor allem an der Ladestelle. Und
Ja, dann sehen wir weiter. Deswegen, meine lieben Freunde, es ist jetzt 4:30 nachmittags erst. Kann ja nicht halten. Ich komm mir nicht mit. Also Freunde, ich wünsche euch einen schönen Montagabend, einen schönen Feierabend und wir sehen uns morgen früh in aller Frische. Euch Mölli. Gutes Nächte. Bis dann. Ciao. Die Buchung für Mallorca lag natürlich erfolgt im vergangenen Geschäftsjahr. Das wird Ende September jedoch überlegt werden. Freunde, ich bin in Bremen mittlerweile. Heute Morgen war ich in Hannover, habt ihr ja gesehen, bin ich hingefahren. Und ja, jetzt stehe ich in Bremen. Es ist 9:30. 6 Paletten und dann geht's weiter nach Hamburg. Habe ich euch ja gestern schon erzählt. Ja, was soll ich sagen? Die Nacht war sehr kurz. Mir ist es auch nicht so schön. Ja, ich will nicht wieder rumjammern, aber ich glaube, da ist echt was im Anmarsch, ey. Also ich habe echt die halbe Nacht nicht gepennt und so. Also mir ist auch so ein bisschen bäh. Aber schauen wir mal. Wie sagte der Chef heute Morgen am Telefon, wenn die Sonne rauskommt, geht vielleicht. Ich weiß. Egal, soll euer Problem nicht sein. Sie links ab, Shanghai Allee, dann biegen Sie die dritte Straße.
Leute, ey, die A1 ist gesperrt, ey. Die ganze Stadt ist gerammelte voll. Ich fahre hier kreuz und quer nach TomTom-Angabe. Bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt gerade durch die Speicherstadt durch. Aber es geht Richtung Elbbrücken. Also es ist der Wahnsinn, ey. Aber wie gesagt, es läuft. Die Stadt ist gerammelte voll, ey. Hammer. Dich gesehen, du Fischjunge. Guck mal in den Rückspiegel. Der geile Gelbe auf der Brücke, das war ich. Aber du hörst ja nie deine Nachrichten. Feierabend. In Harsum. Bei meinem Mölli da. Feierabend, habe ich ja gerade gesagt. Ach, Freunde, ey, mir ist es echt nicht. Es ist nicht so schön, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Ich glaube, das Möllichen wird kränklich. Im Herbst. Ich habe geladen im Hafen. Echt coole Jungs da, muss ich echt sagen. Ich war da schon mal gewesen. Das macht richtig Laune, auch wenn ich mal kurz warten musste. Und das Laden fast anderthalb Stunden gedauert hat. Aber es ist halt so mit der China-Ware. Ein Teil musste ich noch gurten. Und ja, wann war ich denn da? Ich war da um kurz nach zwei oder so und um halb fünf bin ich da rausgefahren. Ist halt so, ne? Ja, jetzt habe ich heute
über 9,5 Stunden gefahren. Ich hätte jetzt noch gehabt knapp 20 Minuten. Das hätte ich im Leben nicht geschafft bis nach hier Harz oder so. Und vor allen Dingen, wir haben ja schon kurz vor 7 abends. Da weißt du eh nicht, ob du noch was kriegst. Und daher habe ich mich entschlossen, hierher zu fahren. Hier habe ich schon ein paar Mal gestanden. Hier kriege ich eigentlich auch immer was. Jo. War okay. Ansonsten, heute absolutes Chaos in Hamburg. Die A1 war gesperrt, Richtung Süden auf jeden Fall. Da ist ein Tanklaster durch die Mittelleitplanke gefahren und so, kam im Radio. Und also was da in Hamburg los war, Leute, ey, eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe, ehrlich. Muss allerdings dazu sagen, dass das TomTom hat echt einen super Job gemacht. Also Hochzus musste ja nach Oststeinbeck, da ging's wirklich, da bin ich die B75 gefahren. Klar, du hast immer mal gestanden, wenn Ampeln, hat sich ein bisschen zurückgestaut und so. Aber ansonsten ging's wirklich super. Und runterzus, Richtung Hafen, hat mich das echt so geil geleitet. Optimal, ehrlich. Ich bin sogar durch, nicht Hafen City, wie heißt es denn, verdammte Scheiße, ey. Jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Speicherstadt. Durch die Speicherstadt so ein Stück gefahren und so. Das war schon alles recht cool. Und wie gesagt, es hat echt akkurat funktioniert. Ja, ich gucke jetzt mal, wie ich die Nacht rumkriege, ob das alles funktioniert. Letzte Nacht habe ich echt nicht gut geschlafen, wie gesagt. Ich glaube, ich kriege so ein bisschen, keine Ahnung, Magen-Darm oder sonst irgendwas. Irgendwas Widerliches. Ich habe als Magenkrämpfe und so. Das ist das Doofe in dem Job, gell. Kannst dir zwar Medikamente einschmeißen bis zum geht nicht mehr, aber ich weiß es noch nicht. Ja, schauen wir mal. Ich will jetzt nicht rumjammern. Wie gesagt, ich denke, ich werde verkürzen, wenn es genauso eine Nacht gibt wie letzte Nacht. Wenn ich eh nicht schlafen kann, dann fahre ich morgen früh gegen 4 los. Um, wenn ich es vielleicht hinkriege, in einem Rutsch durchzukommen, ja, bin ich zwischen 8 und halb 9 da. Oh, Entschuldigung. Deswegen beenden wir hier Teil 310. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen, lasst mir doch gerne ein Abo da, einen Kommentar und ein Like. Und ich verbleibe bis dahin mit unserem Wicked Peace, euer Mölli, und haut rein, Freunde. Und zwar richtig. Bis dahin, gut's Nächtle. Ich bin kaputt. Bis dann.